So, herzlich willkommen zum neuen Review. Heute nennen wir es mal Review-Vergleich. Wir haben zwei erste Waffen von derselben Firma, technisch und preislich auch komplett gleich, aber zwei verschiedene Variationen. Das ist unsere M4A1 Generation oder Version. Ich mache jetzt mal eins nach und nach. Wir gucken einfach mal rein, was drin ist und dann kommen wir mal zu ein paar Details. Ja, Begadi üblich ein Kronprotokoll, ungefähr bei 1,6 bis 1,7 Joule. Das ist schon sportlich für, sag ich mal, Waffen im Auslieferungszustand. Wenn man das vor 10 Jahren sieht, da war das deutlich anders. Ne? Da gab es keine Waffe über 1,2, 1,3 Joule. Nun gut, so viel dazu. Was ist dabei? Eine kleine Instruction. Ja, kann man sich mal angucken. Sagt für jemanden, der gar keine ganz neu ist in den Sport, auf jeden Fall lohnenswert. Das war's. Was noch drin? Ein Poster auf der Rückseite. Sind allerhand Airsoft-Waffen der Firma in verschiedensten Variationen. Sandfarben, Bicolor, schwarz, mit Muster, in grau, mit Granatwerfer. Da eigentlich alles, was das Herz begehrt. Gut, was haben wir drin? BBs, nee, Mottenkugeln. Dann haben wir hier das Magazin. Das ist schön stabil. Haben wir zwei Stück davon. Holen wir raus. Direkt unsere 105er Reihe. HK416 Style. Man erkennt es. Wir haben hier links sowie rechts Feuerwehrhebel. Hier unten steht die Modellnummer drauf. 105. Was schon positiv gut auffällt. Schöner Ladehebel. Dann für den Sling. Für den Trageriemen hier vorne. Beidseitig für links und rechtshänder. Liegt schön in der Hand. Es ist ein schönes Gewicht. Ja, die Waffe ist relativ gut fertig. Der Upper und Lower greifen super aneinander. Jagt hier wackelt nichts. Das ist alles schön stimmig. Klar, die Schulterschütze bewegt sich ein bisschen. Die ist halt aus ABS. Die wackelt ein bisschen. Hier oben haben wir die Nummern drin. Wieder auf 5 verschiedenen Rasten einzustellen. Ob das am Ende Sinn macht, wegen dem Akku, zeige ich euch gleich. Hop-up öffnet man durch den Ladehebel. Und schon ist es offen. Bleibt doch so, bis man wieder hier die Achtierung löst. Und somit es verschließt. Ansonsten 11 mm Picardini-Schiene zum Anbringen aller möglichen Anbauteile, Visiere, Scopes, Attrappen, Laserdummy. Dann Mündungsfeuerdämpfer, ist mit einem kleinen Imbus quasi gesichert. Den kann man nicht einfach so aufschrauben. Darunter ein ganz normales Gewinde für Tracer, Schalldämpfer, Attrappen etc. Gut, was kann man noch sagen? Hier unser F im Fünfeck. Wir haben noch ein kleines Tütchen mit 11 mm Schienen. Ihr seht's. Es war nicht überall drum. Wir haben hier überall Gewinde drin. Ihr könnt euch eure Schienen individuell anbringen. Es sind 3 Stück an der Zahl. Zwei kleine, dann eine große. Die passenden Schrauben dazu. Schon mal nicht schlecht. Ja, ansonsten war's das. Kommt wieder hier im schönen ausgesägten Pappkarton. So, und jetzt zum Vergleich. Unser EC105 Modell. Auch wieder 0,2 Gramm BBs, ihr seht's. Wir machen wieder uns 10 Schuss und ermitteln uns einen Mittelwert. So, 1,75, also wirklich sehr konstant. Wir hatten diesmal keine Ausreißer dabei, im Gegensatz zum Vormodell. Hat zwar die 1,8 nicht geknackt wie das andere Modell, aber dementsprechend auch keine Ausreißer gehabt. Also 1,7, einen guten Mittelwert. Eigentlich baugleiches Modell, was hier anders ist, der Laufweg anders ist. Die Munition war dieselbe, die Bedingungen waren dieselben und die hat, sag ich mal, ähnlich viel Energie, aber nicht so die Ausschwankungen nach oben oder nach unten. So, jetzt machen wir uns einen anderen Karton auf. Was ist dabei? Dazu kommen wir gleich. Das sind 2 Midcap-Magazine, Stahlblech-Magazine. Sehr schön, da hat die Firma echt mitgedacht. Und es sind ja Midcap-Magazine. Die fassen deutlich 120 Schuss. Also auf jeden Fall spielfähig. Unsere M4A1-Version mit Granatwerfer, 40 mm Einlegehülse. Unsere untere Rail-Schiene. Und schon können wir den Werfer abnehmen und können die Waffe wieder zur normalen Variante umbauen. Eine 40 mm Hülse ist nicht dabei. Natürlich nicht. Bei dem Preis Korn und unsere Kimme.
Dann hier haben wir unseren Carry-Handle noch, unseren Tragegriff. Ja, den kann man auch abbauen, nutzen, wenn man kein Visier hat. Wenn man eins hat, kann man den gerne abmachen. Also ich muss sagen, man merkt schon deutlich, es ist viel schwerer. Ja, es ist nicht so ausbalanciert wie die andere Version eben. Hier vorne unser Hebel für unsere 40 mm Einlegehülse ist natürlich auch geäfft. Ja, gut. Und der Steuerdämpfer ist wieder abnehmbar. Brauchen wir noch einen kleinen Imbus. Sagt hier, ist ein Loch. Hat wieder den kleinsten Imbus genutzt. Kriegt man ab, um dann wieder Schalldämpfer drauf zu machen. Tracer oder andere Anbauteile. Ansonsten Slingaufnahme auch wieder gut gemacht für Links- und Rechtsschützen. Das ist nicht dabei. Wenn man den Granatwerfer abbaut, hat man meistens hier vorne unter den Korn noch einen Metallbügel, wo man den Sling eigentlich einhängt. Ist hier nicht dabei. Ansonsten wieder alles aus Metall. Ja, der Werfer ist aus ABS, klar. Unser Griff, unser Schutz ist aus Nylon und Faser. Wieder SAEG. Kein Vollautomat. So, Freunde, was machen wir jetzt? Jetzt wollen wir die erste Waffe kronen. Damit haben wir die Waffe mit 0,2 Gramm BBs bestückt. Und dann legen wir jetzt los. So, wir haben jetzt, na gut, wir hatten ein, zwei Ausreißer. Wir waren teilweise bei 1,8 Joule mit 0,2 Gramm BBs. Das ist ziemlich stark. Wir hatten zwei Ausreißer im Bereich 1,5 Joule. Wie gesagt, ich mache die Tests wie immer stehend freihändig. Das heißt, es könnten auch da ein paar Schwankungen dadurch eintreten. So, jetzt kommen wir nochmal zu ein paar Details von unseren Airsoft-Waffen. Hier vorne erstmal unser Mündungssteuerdämpfer. Wie gesagt, ist mit einer Madenschraube gesichert. Kann man entfernen, hat ein 11 mm Gewinde zum Anbauen von Schalldämpfern, Tracern etc. Der wirkt wie ein sehr hochwertiges ABS. Der ist nicht aus Metall. Man kann es nicht richtig deuten. Also es klingt so, aber ich kann nicht eindeutig sagen, ob es Metall ist, tatsächlich. Ne? So, weiter geht's. Unser Handschutz, aus einem schön anständigen Metall. Ist jetzt überall hier nochmal die ganzen Gewinde. Die Rail-Teile waren dabei, drei Stück an der Zahl, zwei kleine und ein großes noch. Das kann man sich individuell hier unten nochmal anpassen und anbauen. Oben drauf ist ganz normal unsere Rail-Schiene, wieder durchgekennzeichnet, ne, bis 38. Vorne haben wir schon unser Korn montiert. Ne. Kann man natürlich aufklappen. Das geht auch ziemlich schwierig. Hier ist unser Korn, seht ihr? Auch aus anständigem Metall. Schön. Unser Übergang zwischen Handguard und Upper ist natürlich hier oben mit so einem Nut drin. Das ist alles sehr, sehr stabil. Das haben sie schön gemacht. Hier unser Pin zerlegen. Hier unser Patronenauswurffenster zum Einschneiden vom Hop-Up. Löse ich aus mit unserem Ladehebel. Arretiert, sauber. Fällt sich zusammen. Federn sind alle. Hier die Lamellenbremse. Schön. Hier markant unser blaues Hop-Up. Es ist sehr, also ich muss sagen, es ist sehr straff. Man kann es sehr, sehr schwierig einstellen. Aber ich sehe es immer als Vorteil, wenn einmal eingestellt, dann verrutscht es nicht jedes Mal. Es hat relativ viele Klicks, es ist stabil. Ist ein Klicksystem, ist auch cool. Da deutlicher Pluspunkt. Kann man nichts sagen. Ansonsten haben wir hier wieder unseren Hebel, um das Patronenauffassfenster zu schließen. Ja, verschließen die Kappe und alles wieder wie vorher. Hier unsere Markings, Begadi, dann unser 6 mm Kaliber und unser M4. Hier unser Hebel zum Magazinentnahme. Ja, ganz einfach, ihr seht schon, nur kurz gedrückt. Und das Magazin fällt eigentlich schon fast ganz alleine raus. Das Magazin selber wackelt ein Mühe. Ja, aber jetzt nicht so schlimm. Besonderheit bei der HK416 Variante. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt gerade das Gewehr einmal umgedreht. Unser Feuerwehrhebel ist links sowie rechts. Das ist jetzt nicht HK416 typisch. Ja, auch wenn das Gewehr so den Anschein macht, ist es nicht. Ist halt ein ganz normaler M4 Crane Stock. Und zum Stock jetzt nochmal was dazu. Wir öffnen mal den. Hier unten sind zwei Nasen, drückt man einfach rein. Dann hatten wir noch einen extra Schutz
den man abnehmen kann. Und das hier quasi Platz für den Akku. Ein kleiner, sage ich mal, ich sehe es nicht als Minuspunkt, wenn man größere Akkus nutzen will, ist ja dafür diese Stocks eigentlich geeignet für größere Akkus. Aber man kriegt die ja sehr schlecht rein. Wie ihr seht, hier ist sehr, sehr scharfkantig, wenn man da die Akkus jetzt reinmacht und dann ein paar Mal kann der Akku durchaus Schaden nehmen. Wir haben unser 707er Modell, hier ist unser M203 Granatwerfer, vorne einmal durch die Schelle befestigt und im Inneren, im Handschutz, ist so eine Laufschiene drin. Den kann man, wie gesagt, austauschen. Ja, ansonsten Handschutz mit Delta-Ring, ganz normal, auf allen vier Seiten, rechts 15, rechts 17, hier oben steht natürlich T15, T17 ja, und so weiter und so fort. Und hinten sinngemäß umgekehrt links. Ja. Gut, unser Delta-Ring hat hier, ist auch kein kaum Spiel eigentlich. Ja. Feuerwehrhebel, ja, Safe, Semi, Automatik. Klar, SAG funktioniert keine Automatik. Kommen wir noch abschließend zu unserem Fazit unserer zwei E- und C-Modelle im Vergleich gesetzt. Einmal die M41 mit den M203 Granatwerfer und der E&C SMR16 im HK416 Style. Gut, was kann man über die zwei Gewehre sagen? Wie gesagt, sind fast technisch baugleich. Beide mit einem Bugatti Core MOSFET ausgerüstet. Ja, die eine etwas modernere Variante, die SMR16 im Gegensatz zu M41. Preislich nehmen sie sich gar nichts. Die kosten beide 359 Euro, obwohl die A1-Version einen Granatwerfer dabei hat, der ja deutlich mehr kostet, wenn man den einzeln beschafft. Da ist eine Geschmackssache. Klar ist es wesentlich schwerer, die M41 durch den Granatwerfer, aber man kann das Rail austauschen und den M203 auch abbauen. Dementsprechend hat man dann ein ganz normales Sturmgewehr. Dazu der Carry Handle, was sich beide Waffen nicht nehmen, was leider dann ein bisschen der Negativpunkt an dieser ganzen Geschichte ist. Die Stocks hinten sind identisch bei beiden Versionen. Die Akkuunterbringung ist sehr gewöhnungsbedürftig, weil hinten irgendwie noch so eine scharfkantige Sache dran ist. Ist nicht so schön. Aber wie gesagt, wir haben verschiedene Akkus getestet. Der 11,1 Lipovolt Akku passt gut rein. Der passt auch in den Stock rein mit 1100 mAh. Der passt direkt in den Tube rein. Und daher muss man halt ein bisschen aufpassen hinten, wenn man den Stock wieder drauf macht. Aber es ist machbar, es ist auch spielbar und die Akkus halten auch eine Weile. Und ansonsten, ja, wie gesagt, preislich nehmen sich nichts viel. Wer jetzt ein moderneres Gewehr will, muss halt so SMR 16 greifen. Wer Oldschool mag, kann gerne die M4 auswählen. Wie gesagt, technisch sind sie identisch. Die Energien waren alle bei 1,7 Joule ungefähr, auch bei 0,2 Gramm BBs. Das ist schon ordentlich. Die Reichweiten waren top. Wir haben unsere 50 Meter geschafft auf unserer Fläche von 40 x 40 cm. Unsere Zielscheiben, ihr habt es im Video gesehen. Und weiterhin haben die Hallenende, also die weiterhin hat das Hallenende gereicht. Die Waffen haben bis zum Hallenende geschossen. Ja, das sind 70 Meter. Von daher ist eine anständige Kampfentfernung. Von daher, also Preis-Leistungs-Verhältnis kann man nicht meckern. Einen Langzeittest haben wir nicht gemacht. Viel spielen konnte man ja auch nicht. Von daher können wir da noch keine Fazit drüber geben. Aber wie gesagt, wenn ihr die Entscheidung treffen wollt, welches von beiden Modellen ihr möchtet, dann ganz klar nur über die Optik, was euch einfach besser gefällt. Oder ob ich einfach für denselben Preis den Granatwerfer haben möchte. Gut, das war's schon. Ich bedanke mich wieder für das Zuschauen dieses Videos. Lasst mal ein Like da. Wir sehen uns beim nächsten Review. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr bevorzugt. Lieber den Oldschool M4 mit Granatwerfer oder doch das moderne 416 Abklatsch. Das war's schon. Ich grüße meine Freunde. Aim, Airsoft-Tipps und sehen uns beim nächsten Mal.